Ui, und da ist es passiert. Das ist der frühe Rückstand. Oh, nee, das gibt es nicht. Pascal Breyer, der neue Mann. Was kann er jetzt mit dem Ball machen? Schon auf Höhe des Strafraums. Legt den super durch zu Aye. Aye in die Mitte. Und das Tor! Das ist das Tor! Und das ist Marcel Hilster! Hier zum ersten Mal. Merve Biancardi. Aber da hat er keinen Mittel wieder. Das muss er jetzt auf. Königs im Strafraum. Königs legt aber quer. Tor! Jetzt das hat ein schöner langer Ball auf Soko, der ist im Strafraum alleine vom Tor, und Soko schießt und Tor! Nach Kopfballverlängerung von Marco Königs ist Soko auf einmal ganz frei, ist im Strafraum, umtanzt alle Abwehrspieler und muss dann nur noch links unten am Torwart vorbeischieben. Gerade Marcel Hilster wird jetzt den Kopf von Olli Hüsing oder Kai Bülow finden. Jetzt kommt es auf den Kopf von Hüsing. Tor! Und ja, Helmer, du hast es vorher gesagt, das war der Hüsing. Aber ich habe es am Mikro gesagt. Der Rübe steht ja da am kurzen Posten und er muss sich klein machen. Auf Bülow! Was für ein wunderbarer Angriff! Marcel Hilster, zweiter Assist, zweites Kopfballtor. Diesmal ist es Kai Bülow, der ab 5 Meter Raum hochsteigt, sich die Ecke aussuchen kann. Jetzt über die rechte Seite, Marcel Hilster hat aber eigentlich hier gegen sich. Den rechten Ball, den linken Bein, der ganz lange Ball nach links raus auf Biancardi. Der Biancardi holt sich den Ball, der Biancardi macht das Tor! Biancardi macht das Tor nach diesem Monsterfehler von Dominik Ernst. Ja, was macht der Ernst denn da? Der köpft den Ball zu seinem Torwart zurück. Aber was war denn das für ein Luschenkopfball? Und Merve Biancardi läuft durch. Er sagt artig Dankeschön. Dann tunnelt er den Torwart noch. Und dann steht es hier 3:0 nach 35 Minuten im Ostseestadion. Meine Güte, was sehen wir hier für die erste Halbzeit? Das ist ja Wahnsinn. Das macht richtig Spaß. Und hier im Stadion sitzt keiner mehr.